Bam, Leute. Ich bin der PC-Freak. Hallöchen und willkommen wieder zurück zu einem weiteren Part von Minecraft. Und heute haben wir einen Gast, und zwar den Bogen. Hallo, ich bin dein größter Fan. Und so. Wenn das so richtig ist, dass ich den Bogen vorhin im letzten Part gekriegt oder kriegen hätten sollen, dann glaube ich, ist das so, dass ich den Bogen jetzt nutzen soll. Glaube ich. Einmal. So. Vielleicht können wir ja diese Truhe öffnen. Oh yeah. Haben wir sogar. Yeah, cool. Okay. Ja, und jetzt? Was ist jetzt passiert? Achso, hier vielleicht. Nee, nicht hier. Hä? Ist ja irgendwo. Ich glaube, es war irgendwie so ein Pissengeräusch. Wenn ich mich recht erinnern kann. Kann ich jetzt hier raufgehen? Nee. Hä, was muss ich denn tun? Warum ist denn das jetzt wieder weg? Lass das mal so. Warum die spawnen die denn so schnell? Oh Gott. Hä? Hallo? Hä, was ist denn das jetzt? Ich check's nicht ganz. Hallo? Kuckuck. Oh. Schade. Aber das verstehe ich jetzt nicht wirklich. Vielleicht muss ich noch mal drauf schießen. Hä? Hallo? Bist du noch da? Ist das wieder deaktiviert? Na super. Und das auch. Total geil. Und das geht jetzt noch eine Weile. Was ist denn das jetzt? Das ist ja voll bescheuert. Ah, warte mal. Aha. Vielleicht muss ich da irgendwas da tun. Ach so. Alles klar. Hallo, Spinilein. Geht's dir gut? Anscheinend, ja. Okay. Noch ein Versuch. Irgendwo ist, glaube ich, irgendwas passiert. Habe ich auch keine Ahnung, was ich jetzt tun kann soll. Und meine Katze versucht gerade irgendwie aus dem Zimmer zu kommen. Du haltest die Fresse und schaust mich nicht so an, ja? Okay. Alles klar. Oh, weißt du gar was? Aha. Oh yeah. Ja, warte mal. Ah, hallo. Kuckuck, geht's dir gut? Anscheinend geht's dir gut. Ah. Was ist jetzt passiert? Yeah, cool. Hä? Wie hätte ich dann das würde den Bogen vorhin bekommen sollen? Lalalala. Ich habe jetzt einfach mal einen Bogen bekommen. Aus irgendeinem Grund. Okay, dann war das wohl falsch.
Ich nehme es mal trotzdem als richtig. Vielleicht ist ja hier oben irgendwas Spezielles. Eins, zwei, fuck. Zwei und drei. Cool. Warte mal. Aber jetzt können wir auch wieder unsere schönen Pfeilchen holen. Cool. Ich liebe diese Sequenzen. Mit diesen. Okay. Aber ich finde sie total süß irgendwie. Ich finde es nett. So. Jetzt. Versuchen wir mal, irgendwie wieder zurückzukommen. Hier nach unten. Zu diesem seltsamen Skelett-Rätsel oder sowas. Ja. Ah, warte mal. Hahaha. Bin ich gut. Ich brauche nicht mal einen Bogen. So, Meisterschlüssel. Dem, dem, dö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 d
Na? Du kleines Mistzi. So, komm schnell. Stirb. Dich kann ich noch nicht kaputt machen. Irgendwie hat es irgendwas abgeschossen. Noch ein Knopf? Ja, hier ist noch ein Knopf. Mach Bam. Bam, Leute. Ich bin der PC-Freak. So. Schnell. Aber das ist total cool, Leute. Ganz ehrlich, ist wirklich sehr geil. Ich find's total cool. Okay. Schnell heilen. Nein. Nein. Mach schneller. Heil mich. Oh Gott. Das finde ich nicht so nett. Nein, bitte nicht. Oh Mann. Geh weg. Tschüss. Okay, das kriege ich hin. Letzter Schuss, glaube ich jetzt mal. Für die Beine auf jeden Fall. Aber es ist wirklich sehr cool gemacht, finde ich. Auch wenn die Spinne selbst ein bisschen mehr machen dürfte. Statt die ganze Zeit nur greif es an. Was denn angreifen? Muss ich da reingehen? Ach so. Komm mal. Bin gleich da. Ich weiß zwar nicht, wo ich hingehen soll, um es anzugreifen, aber naja. Vielleicht muss ich es besteigen. Nein. Du hattest deine Fresse. Oh nein. Hä, was soll ich denn machen? Greif es an, ja toll. Hä? Okay, ich versuche jetzt irgendwas zu tun. Auf jeden Fall möchte ich die Aufnahme auch vor, bevor ich das fertig habe, nicht beenden eigentlich. Deshalb wird der Part vielleicht auch 15 Minuten oder so lang. Oder ein bisschen länger sogar. Vielleicht. Was ist denn das? Oh mein Gott. Schon so spät? Es ist ein bisschen dissonant, aber naja. Man kann es sich anhören. Kann man eigentlich dann noch drauf gehen irgendwie? Greif es an. Warte. Warum schreibt man das nicht mit 2G F? Das schreibt man nur mit einem F, glaube ich. Soweit ich weiß. Irgendwo muss ich. Du gehst weg. Ne? Nein. Oh nee. Warte mal. Irgendwie muss ich doch dahin kommen. Hab. Oh Gott. Oh mein Gott, spring. Oh. Spring hinein. Ach, da hinein. Ja, sag mir das doch. Oh, mein Hund. Warte. Und? Nein. Oh, wo hinein? Hund, nein. Hund. Nein. Hey! Mann! Wo denn hineingehen? Wo soll ich hineinspringen? Ich suche gerade einen Eingang. Muss ich wieder nach oben gehen?
Ich schätze mal. Warte mal, bitte. Wartet mal kurz. Wie man kurz reingeht. Hallo Äpfel. Äpfel sind sehr gesund. Also als esst sie. Blablabla. So. Hab. Der Weg ist frei. Ach so. Weg ist frei, ich kann hineingehen und bam. Yay! So. Übrige Gefangene. Lalala, schubdidub. Also, der nachdenkliche Vater. Du hast es geschafft. Du hast deinen Vater gerettet. Und nebenbei noch das Dorf von der Riesenspinne befreit. Gute Arbeit. Vielen Dank fürs Spielen. Ja, aber dir hat Link's Adventure Spider Madness gefallen. Made by XXX Pizza Freak XXX. Wir können uns das leider nicht leisten. Also, tschüss. Tut mir leid, sorry, Vater. Bist du Vater? Ja, du bist Vater, oder? Der nachdenkliche Vater. Herr. Okay. So. Ich bin Creative Mode. Alles klar, danke, PC Freak, dass du mich gerade schon Creative Mode gesetzt hast. Sehr nett von dir. So. Dann gehe ich mal kurz raus. Wie tief sind wir? Oh mein Gott. So tief. Alles klar. So. Was kann ich zur Map sagen? Das hier oben sieht ein bisschen seltsam aus, der Baum. Vor allem das hier oben. Die Baumkrone ist ein bisschen zu rund. Du hättest einfach die mehr Äste davon machen sollen. Vor allem oben halt. Immer mehr und immer mehr. Und dann sieht es schon aus wie ein Baum. Nicht so ein runder Dings draufsetzen. Übrigens hast du das mit einem Seedit gemacht. Gemacht. Ja, das sieht irgendwie eben so aus, weil es so rund ist. Oh mein Gott. Anscheinend hast du dir sehr viel Mühe dabei gegeben, ein paar Blöcke zu setzen. Hahaha, so. Auf jeden Fall, vom Stil her, wie immer eigentlich sehr, 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 sehr schön. Es hatte mehrere Bugs, wie ich schon in den letzten paar Parts gesagt habe. Dieses Video wird ein bisschen länger halt. Wie halt fast jedes Video, das gerade mal am Ende ist, sozusagen. Aber naja, so ganz aus dem Bauch heraus würde ich dir dafür sogar eine 8 geben. Doch, ich finde eine 8 ganz gut. Doch, ich finde, das Ganze war sehr, sehr schön aufgebaut. Sehr, sehr schön. Oder ich weiß nicht, ob eine 9... 8, 9... Sie war wirklich sehr schön, aber ich meine jetzt für eine 9, weil das sind jetzt wirklich fast die besten Maps dann, die eine 9 bekommen. Oder ja, wirklich fast die besten. Und, aber das war schon ziemlich geil. Doch. Okay, ja, gut. Ich gebe der Map jetzt einfach mal eine 8. Ich hoffe, du bist damit zufrieden, PC Freak. Wenn du noch irgendwas ergänzen wolltest, dann schreib's noch bitte einfach in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, ihr seid zufrieden mit der Note und wenn ihr irgendwie eine andere Note gegeben hättet, könnt ihr das gerne auch hinschreiben. Und bitte auch sagen, warum. Du gehst jetzt einmal weg. So. Ja, ich brauche hier mal noch die 8. Müsst mir nicht dabei zuschauen, aber jetzt ist sie fertig. Sieht ein bisschen krüppelig aus. Wie auch immer, machen wir das Ganze halt so. Fuck, nicht so, so. Und dann haben wir eine schöne, wunderschöne 8. So. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat die Map sehr, sehr gut gefallen. Ich bekomme hier fast nur gute Maps. Ja, eindeutig. Und, naja. Ich hoffe, euch hat sie wirklich gefallen. Und dann sollten wir sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal und die nächste Map wird, glaube ich, jetzt auch mal eine Zelda-Adventure-Map sein. Freut euch drauf und dann wird wieder, glaube ich, übrigens, das kann ich noch kurz informieren, euch wird nochmals eine Map, glaube ich, kommen vom PC Freak und dann kommt dann auch diese Mehrspieler-Map
Und das sollte dann sowas wie ein Abschluss sein, wenn nicht noch eine Map kommen wird, die irgendwie besser sein sollte als Abschluss. Also das ist dann eine Vier-Spieler-Map und die werde ich mal schauen, wie ich das Ganze aufnehme und wann. Es kann sein, dass ich die Map schon früher aufnehme oder später, je nachdem, wann ich Zeit habe und wann ich dann irgendwie, also wann andere drei auch Zeit haben. Andere drei, um gerade mitzuspielen. Ich mache da das meistens spontan. Kann auch sein, dass ich jetzt einfach mal 2 Wochen zu früh bin mit Aufnehmen mit dieser Map. Aber, also der Map, Mehrspiele-Map. Deshalb, ich werde schon, glaube ich, alles im Voraus aufnehmen. Ansonsten würde ich sagen, bald wird diese Reihe auch wirklich fertig sein. Ich hoffe, sie gefällt euch. Und ich finde, es war ein sehr, sehr schönes Projekt. Aber es ist noch nicht fertig. Aber ich will mich schon mal auf das Ende vorbereiten. Und übrigens ist hier noch... Hier ist gar nichts mehr. Okay. Da war mal in der Map, glaube ich, so ein Portal oder sowas. Glaube ich. Oh, hier ist immer noch so ein dummes Vieh. Okay. Aber naja, ich würde sagen, Startvolumen fast voll. Danke. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch bitte eine Bewertung da. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dann. Adios, Leute. Und ciao.